So, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 auf der Ellenberg-Map, und zwar wieder mit den Tinoen. Ja, grüßt euch miteinander. Ich nehme erstmal einen Schluck aus der Pulle. Er nimmt erstmal einen Schluck aus der Pulle. So, wir machen weiter. Wir haben ja letzte Woche, Livestream gemacht, und in der Livestream haben wir ja ein bisschen weiter gespielt und da haben wir dann uns doch dazu entschieden, ey, wir nehmen den Speicherstand. Alles andere wäre, glaube ich, komplett dämlich gewesen. Ja. Das und zu löschen. Also, das nochmal zu machen, sagen wir es eher so. Weil aus welchem Grund. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel im Livestream schaffen, deswegen hatte ich da. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Zuschauer haben. Oh, gut. Habe ich dir im Vorhinein gesagt. Ja, also war sehr, sehr cool gewesen, der Livestream. Danke einfach mal an alle, die dabei waren. Weil hat echt mega viel Spaß gemacht. Ich denke, ihr hattet auch euren Spaß. Ich hatte ja meinen kleinen Bart. Und ja, naja, die dabei waren, wissen, dass es eigentlich ganz lustig war. Wir hatten ein paar coole Themen. Und ja, die 2 Stunden vergingen eigentlich wie im Flug, ne? Jo. Das ich habe sogar irgendwie Bock bekommen, das dann doch mal öfters zu machen. Weiß nicht warum. Also was heißt öfters zu machen? Wenn man eben, wenn ich halt meinen Stream habe, das dann quasi vorneweg zu machen anstelle von... Ja, ich glaube, es sollte dann doch mal so einen Arma-Ablöser geben. Jedenfalls was altes Life betrifft, ne? Ja, beziehungsweise Real Life ist ja eigentlich auch recht interessant, aber... Keine Ahnung, noch nicht gespielt. Ich hab's mir schon mal angeguckt. Ich weiß. Schau ab und zu auf deinen Kanal vorbei. Nee, das, was ich da angefangen habe, das ist nicht Real Life. Und ja, New Life. Ja, das ist aber stinknormales altes Life auf dem Winter-Server. Ja, ja. 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 Hat ja nichts mit Real Life zu tun. Aber ich müsste mal abgetankt werden vielleicht. Ich weiß nicht, warum du da 20 Meter hinter mir fährst. Weil ich Spur einsammle vielleicht. Ah, okay. Dann brauche ich mal den hier. Gut. Ja. Wie gesagt, oder eben vielleicht für Team Fortress oder für TTT oder so. Keine Ahnung, einfach. Ach, ich habe einfach Bock vorne dran, was weiß ich. Eben. Halt mal erst zu streamen. Muss man halt mal schauen, ob es öfters klappt oder ob es nicht öfters klappt. Sag mal, sind hier 2 verschiedene Sachen drin in dem Anhänger? Wir haben ja neu, wieso? Na, weil das hinten viel dunkler ist wie vorne. Da könnte hinten Raps drin sein und vorne Weizen. Kann gut möglich sein. Ha. Huh. Hier steht was von Zucker rüben. Das kann wiederum nicht sein. Tja, die zeigt es mir aber an auf dem Display. Ich guck mal, ob er entlädt. Vorne entlädt er schon mal. Obwohl das Zeichen für Weizen ist. Aha. Ach, es ist ja. Ne, es ist ja auch Weizen. Stimmt. Ist das Weizen? Ja, ist Weizen. Aber hinten sind Zuckerrüben drin, das ist sehr verdächtig. Schauen wir doch mal nach dem Hahn gekommen. Hm. Wo ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Gucken wir mal. Zuckerrübenlager. Aber wir haben Zuckerrüben drin. Hä? Dann waren nicht genug drin. Da waren vielleicht eh Prozent drin, dann überschreibt er das. Das ist sehr vernünftig. Ist sehr vernünftig. So, warte mal, den können wir ausmachen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Stream war cool, auf jeden Fall. Bin gespannt, was LS15 mit sich bringen wird. Ob da mehrere Streams oder ob da hin und wieder mal was kommt oder ob wir generell überhaupt streamen werden. Schauen wir mal. Wir sind uns ja wie immer so sehr einig. Logisch. So. Aber wir werden, denke ich mal, schon die richtige Entscheidung treffen und was Gutes für euch da zusammen. Was Gutes für euch zusammenstellen, kriegen, machen, tun. Klamüstern. Klamüstern. So. Das ist ein paar krasse Gesprächsthema auf Lager für heute. So richtig YOLO-Swag-mäßig? Hm. Ne. Krass, ich hab Durst wie Sau, ey. Ich weiß nicht warum. Ich sehe auch ein bisschen. Wenn ich irgendwie rot bin. Was sagst du? Wär mal krank. Nee, ja, wenn ich so rot bin in der Fresse, dann liegt das da dran. Ich war jetzt hier, bin gerade von der Arbeit heimgekommen, fix duschen gegangen und sitze jetzt hier am Rechner und nehme mit Randy schon mal wieder LPT auf quasi, dass da die Videos auch fertig sind für die nächste Woche. Also für die Woche. Ja, naja, für die Woche halt. Ja. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ja, ja. So läuft das hier. So.
Ja, weil man muss ja dazu sagen, es ist ganz einfach so, dass ja jetzt auch ein paar neue Projekte anstehen, ist ja kein Geheimnis. Also, wie gesagt, ein neues Minecraft-Projekt wird kommen. Wissem heißt das. Oder Wissem ist die Abkürzung. Wizard Empire wäre dann der richtige Projektname. So ein bisschen Hexer und Magier, das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Habe ich selber Minecraft noch nicht so krass ja, mit zu tun gehabt. Eher so die Technikschiene. Bin lieber der, da baut man den Schredder, ne? Oder mal hier den Tunnelbohrer oder sowas. Aber naja, hier so rumzaubern, das ist eigentlich noch nie meine Welt so groß gewesen. Und ich bin extrem gespannt, das mal auszuprobieren. Vielleicht gefällt es mir ja ganz gut. Ich denke, das Projekt wird auf jeden Fall sehr lustig werden, weil es wird etwas PvP-lastiger wahrscheinlich. Ja, teils halt. Ja, na sicherlich, weil es gibt ja Herausforderungen und dann musst du ja antreten oder du hast verloren. Na, kannst du mehrmals ablehnen. Zweimal, Löwe. Ja, aber dann musst du irgendwann antreten. Ja, Fakt ist, du wirst irgendwann. irgendwann zum PvP gezwungen. Oder wenn du herausgefordert wirst. Und das ist einfach das. Der entscheidende Punkt, warum PvP einfach mehr stattfinden wird. Des Weiteren, was kommen noch für Projekte? Und zwar. Was läuft jetzt noch an? Ach so, ja, ein Projekt läuft jetzt noch an. Das habt ihr bestimmt gesehen. Da sind die ersten Folgen bestimmt schon draußen. Wie hieß es? Oblivia? Oh. Ne. Nee, wie heißt das? Ja, wenn du es nicht willst. Mensch, ich habe heute erst den Key gekriegt. Wie hieß das Projekt jetzt? Das Spiel. Was fragst du mich da? Ach, du weißt nicht. Irgendwas mit Albio Online oder irgendwas Albio Online oder wie sowas in der Richtung. Ja, naja, Auf jeden egal. Fall Auf ein jeden kleines Fall. MMO, auf jeden Fall ein kleines MMO, RPG Hack and Ich glaube, so Slice klein oder ist das gar Diablo nicht. 2 halt. Doch. Ja, auf jeden Fall, da wird jetzt ein bisschen was laufen. Richtig cool. Haben wir vom Hersteller Keys gekriegt, haben dann einen Premium-Account gekriegt. Und ja, können da quasi mal so ein bisschen reingucken und uns das alles ansehen. Finde ich richtig cool. Richtig nice. Vor allen Dingen, ich selber habe es noch nie gemacht bei mir auf dem Kanal. Überhaupt dieses Er Genre. merkt es nicht, Was denn? dass er nicht entlädt. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich ja wieder in den Traktor, um den hier umzuparken. Ja. Ja, so, und wie gesagt, das Genre lief bei mir auf dem Kanal noch gar nicht, deswegen bin ich mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Auf jeden Fall mal reinschauen. Ich fand die ersten Bilder auf jeden Fall schon richtig cool. Also es sieht so aus, als könnte man dann doch mehr Zeit damit verbringen, die man nicht hat. Und naja, wir schauen einfach mal. So. Und dann ansonsten, ja, es wird noch ein Projekt kommen mit Randy. Da habt ihr bestimmt auch schon die ersten Videos gesehen. Unsere Tauchexpedition, die wir da gemacht haben. Oder noch machen werden. Je nachdem, ja, wenn alles klappt. Was soll denn Bei nicht mir auch dann. klappen? Aber ich weiß ja nicht, ob noch irgendwas dazwischen kommt. Du kennst das Prinzip von YouTube. Ja. Erst sagen, dann machen. Ja. Nicht erst machen, dann sagen. Deswegen, immer raus mit den Infos. Die Leute wollen das wissen. Immer raus mit den Infos, auch wenn es nie stattfinden wird. Ist ja egal, Hauptsache hast du erst mal eingeklopft hier. Naja, Train Simulator habt ihr dann auch bei mir und jetzt neue noch mit dazu gekriegt. Das Ach lief ja, nämlich schon stimmt, du seit machst einen letzter Train Woche. Simulator, genau. Denke ich mal, wurde auch Robo schon mit dabei gewesen sein. Ach ja, du machst mit Jo. Rob Spiel, siehst du. Muss ja mal weiter gucken, ansonsten alles. Jawohl, der Obwohl mit zieht Rob hier. spielt, hätte man sich da auch mal, hätte ich mir auch mal angucken können, weil da hätte ich jemand an meiner Seite, der wirklich Ahnung hat. Weil der hat Ahnung, also das steht fest. Der ist einfach so ein Brain auf dem Gebiet, das geht gar nicht. Ich glaube, sein Kanal, er hat noch nie ein anderes Video hochgeladen außer Zug. Brain Simulator. Ja, außer Zug. Da kann man so vereinfacht ausdrücken, ja. 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 92, so, da hätten wir schon mal fast der erste Pur für die Mission hier fertig. So, wie viel gehen da rein? 38.000 oder was? Ne, jetzt Level 42.000 oder so. So. Ansonsten, ja, kommen sonst noch neue Projekte? Ach ja, DayZ wird kommen. Das ist auf jeden Fall noch. Also, das ist schon lange das haben wir auch schon oft gesagt, dass das kommen wird und nie kam es so richtig. Weil da einfach. Das ist so ein Projekt, das hat einfach auch keine Eile, weil DayZ gibt es halt schon ewig. Und das ist jetzt nichts Neues. Das ist nichts, was jetzt extra gehypt wird oder noch extrem gehypt wird, wo man unbedingt mit einsteigen muss. Sondern es ist halt einfach so. Ja,
ist halt einfach ein Projekt, was, denke ich, ziemlich lustig wird, weil das Projekt heißt halt 10 Ways und man ja, lootet halt, man findet sich, man erschießt sich, man tötet alles, was sich bewegt. Immer in 2 Fünfergruppen und ja, es ist, denke ich mal, ist immer eine Abwechslung auf jeden Fall. Und ja, Counter-Strike, da gibt es jetzt in Woche 3 diese Woche. Das, denke ich, wird auch ganz lustig werden. Da war ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Counter-Strike gar nicht so unbegabt. Das hätte ich nicht gedacht. Jedenfalls, wenn wir dieses 5 gegen 5 spielen, auf der Rust 2, auf der ich mich mittlerweile sehr gut auskenne, und da quasi halt mit den Coaches, mit den Dalu, mit dem Kapuze und da halt quasi, also ich muss sagen, ich bin wirklich so unbegabt, bin ich nicht. Also ich nehme dann doch so einige Kills mit. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, ich noob da voll ab. Aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Also ich kann euch da ein bisschen gutes Gameplay liefern. So ist es nicht. Ja, obwohl ich jetzt nicht so der, ne, Shooter-Spieler bin. Aber das wird sich auch bestimmt irgendwann noch ändern. Weil, ja, so der ein oder andere Shooter macht ja doch ganz viel Spaß. Und dann ansonsten, was gibt's noch so Schönes? Der Part ist zu Ende, gibt's noch, oder? Noch nicht mal ansatzweise. Oh, wie weit sind wir? 10 Minuten. Oh, das... Wie viel? 10. Du hast dich aber verguckt. Naja. 100% sicher? 100% sicher. Das ist krass, ich habe jetzt schon 6,5 Gigabyte. Läuft, ne? Du triffst. Das ist nicht gut für mein Upload. Oh, na gut. Toll. Schönes Ding. Kannst du brechen? Nee, ja, ansonsten. Ach ja, es gibt so viel Neues. Keine Ahnung, was alles noch kommt. Ich kann euch nur ans Herz legen oder kann euch nur empfehlen. Schaut einfach mal, das muss ich jetzt einfach, die Werbung muss ich jetzt hier machen, weil halt eben bei LS auch die meisten Zuschauer sind. Das kann ja jeder sehen, wenn er den Kanal aktiv verfolgt. Schaut einfach mal bei TTT rein, bei Trouble in Terrorist Town, in der Folge von Montag bis Mittwoch. Also ist, von heute. Ja, also quasi von heute bis Mittwoch ist Jay von Pete's Meat dabei. Ich habe schon wieder was verloren. Wieso denn das? Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Ja, ist auf jeden Fall Jay von Pete's Meat dabei. Das war relativ lustig gewesen und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann ist noch dabei Early Boy. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Sehr lustiger Minecraft-Let's Player. Ich finde ihn super. Und ja, das war... Waren zwei sehr nette Gäste gewesen, also muss ich euch sagen, in der Aufnahmesession, ich war doch leicht überrascht, wo auf einmal Jay von Pete's Meat mit dabei war. Aber naja, und Oliver natürlich. Schaut einfach mal vorbei, zieht euch mal rein. War auf jeden Fall gut, lustig. So. Und ansonsten, was gibt's noch so Schönes zu sagen? Ich weiß gar nicht. Hatte ich erwähnt, dass ich mit Jay von Pete's Meat aufgenommen habe und Early Boy? Dass der gerade vor 2 Minuten oder vor 2 Sekunden eher. Ach, das hatte ich schon gesagt, ja? Ja. Ah, cool. Kann es natürlich noch 10.000 Mal sagen, das macht es nicht besser. Aber auch nicht schlechter. Ja. Ich bin doch so eine Fame-Hure, das weißt du doch. Ja, ich weiß schon. Bin dran, so jetzt. Du hättest jetzt eigentlich sagen müssen, nein, Timo, ich kenne dich schon länger, ich weiß, dass du das nicht bist. Das hast du mir aber nicht in Auftrag gegeben, dass ich das sagen soll. Ja, ich habe gedacht, das muss man nicht in Auftrag geben. Naja, doch, kostet doch alles Geld. Ich habe gedacht, du kennst den wahren tiefsinnigen Grund meiner Persönlichkeit und tust ihn jetzt hier offenbaren. Volles Rohr, ja. Volles Rohr. Volles Rohr. So. Ja, jetzt aber. Meine lieben Zuschauer, ich möchte euch auch nochmal eins ans Herz legen, egal ob jetzt Randys Zuschauer oder meine Zuschauer, und zwar tut uns mal den Gefallen, schreibt uns da einfach mal bitte in die Kommentare irgendwie, was wir so Themen-Talk-mäßig, was wir vielleicht mal ansprechen sollten, worüber wir mal reden können, natürlich können wir da vielleicht nicht alles wahrnehmen, weil da sollten schon sinnvolle Themen rauskommen, aber vielleicht das andere, ein oder andere Thema dabei, wo man einfach sagt, hey, das wäre wirklich mal cool drüber zu reden, denkt man so gar nicht dran, und ja, schreibt es einfach mal bitte in die Kommentare, wenn wir da mal über was Spezielles reden sollten. Und bitte nicht, kann ich mit euch aufnehmen oder sowas. Die Frage ist... Das ist ja kein Thementalk, oder? Nee, aber... Ich meine, da könnte man sich zwar auch sehr ausführlich drüber... Na doch, es kann sein, man kann es zum Thementalk machen, indem man die Frage so stellt, kann man denn irgendwann mal eventuell mit euch aufnehmen?
Und schon hast du einen Thementalk. So ungefähr. Kann ich bei LS15 mitmachen? Die Frage könnt ihr euch komplett sparen. Ich weiß, es ist blöd. Ich weiß, dass viele vielleicht gerne auch mal mit uns LS15 spielen würden. Vielleicht gibt es auch was in der Community-Richtung. Also da haben wir auf jeden Fall auch schon drüber nachgedacht und sind da vielleicht sogar schon am Plan. Und ja, aber generell jetzt bei dem LS15 Let's Play, was kommen wird, das ist halt wirklich sehr, sehr beschränkt auf bestimmte Leute nur. Und das machen wir ja auch im Endeffekt, um euch, ne, den tollen Content zu bieten. So, und ich habe keine Ahnung, warum ich zum Hof gefahren bin mit dem Anhänger. Das schnell kannst du dort ja einlagern, das ist ja nicht das Problem. Wir wollen aber Geld. Wir brauchen Können wir das Geld. gleich wegschaffen, das geht natürlich auch so. Zum Weg damit. Bunker. Ne, zum Depot. Zum Bunker, wie komme ich da drauf? Komm, ich fahr mal Innensicht. Ich hätte eh viel mehr. Zum Bunker, ey. Gib mal ab, jetzt hier auf. Das. Jetzt haben wir alles auch schon. Hey! Ein Hoch auf unserem Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. So, wunderbar. Jetzt kann die Mischratte, die Futtermischanlage endlich anfangen, Mischfutter zu produzieren. Das ist schon mal sehr schön. Und meine Freunde, wir sind auch dann dementsprechend für diesen Part wieder fertig. Mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss, meine Freunde.